Hi Leute. Hallo, ich bin Kati. Und ich bin Tobias. Und wir wollten euch mit dem Video ganz herzlich zum nächsten Sommerretreat einladen. Und wir sind gerade noch auf Koh Phangan, auf der Insel in Thailand. Und hier hatten wir im Februar auch zwei Rohkost-Retreats. Und jetzt haben wir eben den nächsten Retreat organisiert im Sommer. Genau. Und das Datum ist eben der 22. Juli bis zum 30. Juli. Also es sind 9 Tage. Und der Ort wird ja ein schönes Ferienhaus sein oder Bauernhaus, wo wir auf jeden Fall unter uns sind, wo wir zur Ruhe kommen können, der in der Natur ist. Genau. Hast du vergessen zu warten? Nee, ne? Ja. Auf jeden Fall viel Raum und Zeit für die eigenen Prozesse, die dann da ausgelöst werden oder stattfinden können einfach. Genau, ja. Und es richtet sich eben von den Leuten her einfach wirklich an Leute, die Selbstverantwortung übernehmen wollen, die wirklich ihr Leben ändern möchten und eben nachhaltig ihren Alltag auch wirklich verändern möchten. Und die Dinge wirklich leben möchten. So. Bei dem Retreat ist eben Raum und Zeit dafür geschaffen, um gewisse Prozesse zu machen, um sich gewisse Dinge anzugewöhnen, auf die wir gleich noch eingehen. Und ja, eben auch tiefgreifende Prozesse, ne? Genau. Also wir werden da zweimal am Tag so Runden haben, wo die, ja, wo jeder so schildern kann, wo er gerade steht und das einfach Raum hat, was da hochkommt durch das Sein miteinander und mit sich selber sein. Genau, und diese Prozesse sind halt herzlich willkommen, so dass du wirklich da so sein kannst, wie du bist. Genau. Ja, und inhaltlich ist es eben so, wir haben die drei Wörter Meditation, Ankommen und Reinigung gewählt. Und ja, Meditation eben, den Alltag zur Meditation werden zu lassen, dass man wirklich dann die Techniken, die man lernt, Achtsamkeitsübungen, die wir dann machen werden, oder Gehmeditation, Sitzmeditation, ähnliche Sachen, dass man die dann wirklich in den Alltag integriert und ja, den Alltag zur Meditation, zur Achtsamkeitsübung werden lässt. Genau, und der Punkt Ankommen. Beim Ankommen geht es halt darum, dass wir wirklich durch die Meditation und durch die vielen Pausen, die wir auch machen wollen, dass du wirklich im Hier und Jetzt ankommen kannst. Also bei dir mit dem, was da gerade ist, und dass du ja im Jetzt bist. Und Jetzt heißt, genau, dass es keine Zukunft gibt und keine Vergangenheit. Und ja, dass es wirklich darum geht, zu sein. Egal, was dann da gerade ist, und die Gedanken zum Beispiel zu beobachten und was auch immer da ist, willkommen zu heißen. Genau. Ja, und als letzten Punkt zu die Reinigung. Das ist eben auch das, was wir auf die Ernährung vor allem auch beziehen, dass man durch die Ernährung, also begleitend wird es mit roher pflanzlicher Kost, die ganzen Prozesse, und dadurch können sich eben körperlich auch diese emotionalen Blockaden oder seelische Blockaden lösen. Und dadurch findet eben diese Reinigung auch auf allen Ebenen statt. Und die Ernährung begleitet das dann und unterstützt die ganzen Prozesse einfach, dass sie auch wirklich auftauchen können. Ja. Ja. Wir werden ganz lecker versorgt werden mit vielen schönen Rohköstlichkeiten und das wird einfach sehr sinnlich auch werden, so mit den ganzen Genüssen, die wir für euch dann zur Verfügung stellen. Genau. Und ich will noch mal kurz so einfach, dass ihr so einen besseren Eindruck bekommt, wie so ein Tagesablauf dann wieder so sein wird. Das ist jetzt nur, ja, also es wird morgens losgehen mit Meditation und Körperübungen. Und die werden, in der Zeit werden wir viel Stille praktizieren, also dass wir da noch nicht miteinander sprechen, außer die Person, die das anleitet. Und dann gibt's Frühstück und dann gibt's die Morgenrunde, wo halt wir zusammenkommen, um einfach ja mit dem zu sein, was gerade ist. Jeder kann schildern, wo er gerade steht oder wo sie steht. Und dann gehen wir einfach darauf ein, und wenn jemand Unterstützung braucht,
dann werden das die Runden sein, wo halt die Prozesse stattfinden können. Danach gibt es dann wieder Pausen, also es gibt immer wieder lange Pausen zwischendurch, weil es auch ganz wichtig ist, um mit dir zu sein und die Natur zu genießen, vielleicht mal ein Gespräch mit jemandem zu führen und wo du gemerkt hast, boah, der hat dasselbe Thema wie ich. Und dann gibt es natürlich ein leckeres Mittagessen und danach wird es dann wechselndes Programm geben, also entweder ein Vortrag zu einem Thema, was aufgetaucht ist, oder wir werden Körperarbeit machen oder eine Wanderung durch die Natur. Also das wird dann so, der Nachmittag wird dann immer unterschiedlich sein und abends gibt es dann wieder eine Runde, wo, ja, wieder für den Austausch, um einfach immer alles, was gerade passiert, rauskommen zu lassen und dass es immer, dass du immer im Moment sein kannst, dass du nicht hängen bleibst bei irgendwas. So, und genau, dann gibt es natürlich auch Abendessen und wie du dir deine Abende gestaltest, das ist dir selbst überlassen. Wir empfehlen auf jeden Fall die Zeit sehr ruhig zu verbringen und mit dir zu sein und ja, die Zeit für dich zu nutzen. Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, also noch. Nee, das war es eigentlich soweit. Danke. Genau, also nochmal 22. bis 30. Juli. Der Ort wird bekannt gegeben, sobald wir den gefunden haben. Ja. Und ja. Das war es eigentlich soweit von uns und dann freuen wir uns auf euch. Genau. Genau, wenn du Interesse hast, schick uns einfach eine Mail. Die Infos dazu zu allem findest du auch nochmal in der Infobox. Und dann stell uns gern deine Fragen auch in den Kommentaren oder so. Genau. Ja. Ansonsten macht's gut. Ja. Alles, schöne alles Zeit Liebe. Euch noch. Ciao. Tschüss.